In der Halle ist kein Platz mehr, hat früher immer mein Großvater erzählt. Schon mal was von Bela, Farin, Rott gehört? Mein Großvater war Künstler und pflegte zu sagen, wenn in der Halle kein Platz mehr ist, kommen die Ärzte auf die Bühne. Möchtest du dich ändern? Fehlt dir dazu der Mut? Weil es dir nicht wirklich schlecht geht. Nur leider auch nicht gut. Wartest du schon? Großen Augenblick. Fühlst du dich betrogen? Willst du dein Geld zurück? Du hast so viele Träume und du denkst, es ist zu spät. Und du glaubst, du bist der Einzige, dem es noch geht. Du bist nicht allein. Du bist
Mannschaft ist auf dem Erfolg, seit anders hat das Radio angehört. Spiel ich gerade dein Lieblingslied. Have it.
Okay, das gibt die Richtung vor. Ich überbringe die mal. Es gibt die Richtung vor des heutigen Abends, meine Damen und Herren. Der Mann, der hier fleißig BH sammelt, weil das nun mal sein Hobby ist. Sein Name Rodrigo González. Und was soll ich sagen, Rod, hier deine Größe und deine Farbe. Der Mann, der zwar auch BHs sammeln könnte, wenn er wollte, weil er so viele zugeworfen bekommt, sie aber doch lieber Rodrigo gibt. Fallen oder? Und was die wenigsten wissen, der Erfinder des BHs, Bela B. Es waren grausame Zeiten, aber dann kam Bela. Auch der Push-Up ist von ihm, da bin ich jetzt nicht so einverstanden mit, aber mein Gott. Du, Farin. Ja, Bela. Ich glaube, die wollen nicht, dass wir so viel reden. Nee, ich habe auch so das Gefühl, Dortmund ist Rock City und nicht Quatsch City. Ist uns scheißegal! Beste Band der Welt, auch Untertitel, die am meisten quatschende Band der Welt. Sorry! Das habt ihr leider mitbezahlt. Tja. Also in Bremen, ja, das Bremer Publikum, die durften uns was vorschreiben. Die sind ja auch deutscher Meister! So macht man sich, Freunde! Okay, okay. Ihr seid Rock, ja? Wie soll denn Rock sein, wenn ich noch keine einzige doppelstöckige Launa gesehen habe? Oh. Auf einem Ärztekonzert.
war schlank und wunderschön. Ich sag euch, sie war's wert. Unsere Blicke gingen tief. Es war klar, dass hier was lief. Ich wusste, heute Nacht geht garantiert nicht schief. Nach einigem Geplänkel gingen wir zu mir. Ich wollte nur noch eins und war bereit dafür. Sie war jung und wunderschön. Sie gab mir zu verstehen. Sie wollte erst einmal meine Brieftasche sehen. Sie wollte was Dortmund geht. Das hat sie in meinen Augen erstellt. Ich war gequält, will denn auf dieser Welt jeder nur Geld. Ein Freund von mir, der spielte immer oben. Den Schwund ist so leicht kleiner in die Suppe. Doch die Platte hört ab, die Liebe denkt auf. Jetzt macht er nur noch Sport, dafür ist er sich da. Jetzt kann er seinen Reichtum kaum verhehlen. Und seine Freunde sind kaum noch zu zählen. Doch vielleicht in einem Jahr ist sein Geld schon nicht mehr da. Ach, wie sie geht sich automatisch seine Freunde scharf zwingen. Und deswegen passt. Auch wenn euch das nicht so gefällt, eine Dauerkarte, die kostet hier nur sehr viel Geld. Da fällt es sich doch auf eine Lösung ein, denn ein Geheimnis gibt es schon zum glücklich sein. Es ist einfach erschließt, und ich sag's euch ins Gesicht. So richtig für dich wird der Tipp dann leider nicht, dann ich will. Gebt mir euer alles, bis auf den letzten Kredit. Auch wenn euch das nicht so gefällt, das Wichtigste für die beste Band der Welt ist nun mal Geld, ich liebe Geld, bitte Geld. Ich weiß genau, da oben sitzen immer die schönsten Frauen. Das können wir nicht mehr verhalten.
Fahrzeug sitzen schöne Frauen, dann bleib ich noch hier. Da, die sind in der Zweidimension. Los geht's! Wir sind ein Einzähler. Komm, wir alle spielen. Oh Mann. Super! Spitzformat! Geili, geili! Wir wollen gerade sagen! Erstmal Cappuccino, oder? Papu! Keine Party! Kaffee! Weißt du noch, wie es früher war? Früher war alles schlecht. Finden Sie nicht, dass Ihr Beruf sehr wenige Zukunftsaussichten bereithält?
Na wieso? Ich könnte Oberkommissar werden, ich kann Grenzbeamter werden, ich kann schwul werden, also ich kann alles werden. Herr Wachtmeister, ich habe hier so einen kleinen Joint gerollt. Probieren Sie ihn doch mal. Ein Joint? Ein Joint. Klingt gut, aber ist das nicht verboten? Naja, aber unter uns sind ja nur wir beide hier. Ach so. Schmucki, Schmucki. Publikum? Ach du Scheiße, was wollen die denn? Weitermachen. Nein, nein, Spiegel kann es grausam sein. Nein, nein, warum ist das Schicksal so gemein? So gemein, so gemein. Autobahn, natürlich toll! Help me!
schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden, Diskussionen sind okay. Geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren, wenn wir nicht mehr versuchen zu kämpfen. Kann nur von mir, die dich verarschen, die hast du selbst gewählt. Darum lass sie deine Stimme hören, weil jede Stimme zählt. Oh, oh, oh. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, das klingt ja alles schön und gut, wie der Arzt, aber was soll ich denn machen? Da brauchst du also einen Stamm von Attack. Werdet Mitglied. Die haben jede Menge gute Ideen. Und das reicht jetzt auch mit der Werbung. Und jetzt kommt wieder Werbung in eigener Sache. Ein Stück von den Ärzten. Ist auch auf einer CD drauf, kann man kaufen. Moment mal. Wollt ihr es überhaupt hören? Wir können auch noch ein bisschen diskutieren vorher. Es ist ein Stück, was wir sehr, 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 sehr lange nicht gespielt haben. Jetzt seid nicht sauer, wenn es scheiße klingt. Weil kommen ja noch ein paar mehr Lieder, die scheiße klingen werden heute. Also egal, es kann nicht scheiße klingen. Wir sind die beste Band der Welt, verdammt! Was ist das? Und manchmal vergesse ich's. Danke! Thank you! Rock Brother! Rock out, Brother! Komm, noch kurz die Glocke! Glöckchen! Alter, hast du mich geglaubt? Ey, ich hand aber auf die Glocke, verdammt. Alter, wie ist jetzt dein bester Freund? Ich weiß nicht. Okay, gibt's denn ein Einzählerchen? So, Freunde! Glockenheld! Und jetzt gibt's einen Einzähler für eine Ballade. Und was Balladen bedeuten, das wisst ihr. Ihr habt die Hand schon am Feuerzeug. Ja, einige haben diese Anspielung. Für immer, für immer.
Hat es ganz gut geklappt. Dankeschön! Und wann? So einen tollen Feuerzeughimmel habe ich noch nie gesehen. In meinem ganzen Leben nicht, und ich war schon auf 100 Scorpions-Konzerten. Könnt ihr das nochmal so ohne Ballade machen, nur so für Bela und mich? Wir sind ja mehr so die Romantiker in der Band, aber... Mach mal Licht aus, Louis. Ist das schön. Oh. Bela, hältst du meine Hand? Ja, halt meine Hand. Das ist keine Hand. Ach, schön. Jetzt wisst ihr, wie der Himmel hinter dem ganzen Smog aussieht. Dortmund! Da! Geht mein Baby und sie ist nicht mehr. Doch wenn sie glaubt, dass sie einfach so den anderen mögen kann, ist sie im Irrtum. Was bringt ihr eigentlich ein? Das werde ich unterbinden, wer sein Mitte. Wenn sie zurückkommt, und dann werde ich sie verwöhnen. Sie wird nur noch an mich denken, wird ihr ihre Liebe schenken. Das wird schön, 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 das wird schön. Herr Bundeskanzler, weil Sie haben es schwer. Und wegen etwas Spielgeld ruft schon wieder die ganze Welt an die Korruption. Ganz und gar nicht mehr, denn dass sie niemals entreißen werden, sie der Welt beweisen und ihren Weg tun. Wer kommt hier an zu früh? Politik ist was am Festes und sie wollen nur unser Bestes. Das ist schön, 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 das ist schön. Das betrübt uns wirklich sehr. Doch sie werden es wieder schließen oder es einfach zu schießen. Mit Atombomben zieht man dann aus dem Verkehr. Kriege wird es nicht mehr geben. Wir werden alle überleben und weg verschmutzen. Die Gesicht nicht mehr erhöhen. Weil wir alle dich betreffen und Motoren und ein Fall brennen. Das ist schön, 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 das ist schön. Das ist schön, 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 das ist schön.
Die Leute
Kaum zu glauben und doch wahr. Der Mensch, der sich diesen Zombie-Schlechter ausgedacht hat, ist im Grunde seines Herzens ein zartbeseiteter Liebhaber von alten Lappen. Oder, um es mal auf Ruhrpottlerisch zu sagen, ein echtes Weichei. Eine Heulsuse. Warmduscher. Schattenparker, Frauenversteher, alles das ist Rodrigo González. Aber er ist noch eins. Er ist Mitglied der besten Band der Welt. Du sagst es, Fabi. Und das Gute ist, als wir ihn bei Subtology freigekauft haben, seitdem ist er uns auf ewig dankbar und spielt umsonst bei uns. Okay, Daubert, jetzt seid ihr gefragt, wieder mit euren Feuerzeugen und wieder mit Schaukelbewegung das nächste Lied hineinzurufen. Ich weiß, du wirst mich vergessen, auch wenn du jetzt gehen musst. Keine Geige mehr, wenn wir uns küssen. Ich hab es einfach nicht gewusst. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Du bist nur einmal dein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll ich das gewesen sein? Doch ich liebe nur dich allein. Vieles ist zur Gewohnheit verkommen. Das ist immer die Gefahr. Und jede hat ihren Platz eingenommen. Bis es nicht mehr auszuhalten war. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Du bist nur ein und ein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll es das gewesen sein? Soll uns denn keine Lösung haben? Doch ich liebe nur dich allein. Dann bin ich auch die Geige, verpiss dich zu küssen. Und ich auf dieser Welt ist nicht ersetzt. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Und ist nur ein und ein Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll ich das gewesen sein? Denn uns fällt keine Lösung ein. Doch ich liebe nur dich allein. Soll uns das gewesen sein? Fällt uns denn keine Lösung ein? Die Möglichkeit ist viel zu klein. Doch ich liebe nur dich allein. Dein Leben ist die Hölle.
Wollt ihr noch mehr? Dann benehmt euch wie ein Publikum, das mehr will. Flippt aus! Ich gebe euch einen Tipp, was immer gut funktioniert bei stumpfen Typen wie uns ist, wir wollen noch mehr. Wir wollen noch mehr. Bitte, liebe Ärzte. Wir sollen gehen, oder? Dabei hätte ich jetzt so einen schönen Befall hier. Ja, genau so einen. Das sind die glücklichsten Männer der Welt.
Mutter klar. Weil uns der Überblick auch fehlt, haben wir sie ins Amt gewählt. Und wann wachen sie sich unpopulär? Sie zu verstehen fällt uns auch schwer. Politik ist ein kompliziertes Feld, nicht für die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden für uns, entscheiden für uns. Ja, sie leiden für uns, ja, sie leiden für uns. Also gehen durch sie. Bald ist Europawahl und da stehen Sie alle da, ja? Sie wollen alle ins Europaparlament und da auf unsere Kosten gut leben. Und Ihr Oberboss, der kann gar nicht ins Europaparlament, denn sein Name ist George Bush und er sitzt drüben in Amerika. Georgie, du Arschloch, schönen Gruß! Du bist der Chef. Was uns trennt, uns wieder vereint. Es ist vorbei. Nichts in der Welt, ob es je wieder gut machen kann. Es ist vorbei. Wenn ich könnte, dann würde ich vor meinem Leben beginnen. Ich würde die Augen verschließen und ich würde probieren, meine Gefühle einfach zu ignorieren. Ich will so kalt sein, dass alle verlieren. Es dauert noch, bis ich begreife, was das heißt, es ist vorbei. Ich weiß nicht warum, sag mir, was hab ich falsch gemacht? Es ist vorbei, du hast mein Herz zerfetzt und mir gar nichts dabei gedacht. Du bist so grausam, darum liebe ich dich. Obwohl ich doch weiß, dass du nicht gut bist für mich. Meine Gefühle sind an und für sich lächerlich einfach und einfach lächerlich. Weil jeder Gedanke nur um das eine kreist. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei.
für immer allein. Liebe ist nur ein Traum, eine Idee und nicht mehr. Tief im Inneren bleibt jeder einsam und leer. Es heißt, dass jedes Ende auch ein Anfang wäre. Doch warum tut es so weh? Warum ist es so schwer? Ich lasse dich gehen, auch wenn es nicht zerreißt. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei. Was ist das Statussymbol eines Musikers? Eine Weapon of Mass Destruction? Sein Instrument. Wer das größte Instrument hat, hat die Macht. Die Macht! Meine Damen und Herren, und heute Abend hat er das größte Instrument. Nach seinen persönlichen Maßen geformt, auf die Bühne geschoben bekommen, meine Damen und Herren, ein Flügel für Rodrigo González. Nur weil der Flügel sich unterwirft, hat er die Macht. Wenn alle Männer Mädchen wären, wär's Paradiesisch hier.
Und jetzt Modern Talking!
wichtig sein. Wer will uns ihrer Verführung? Sie hilft uns in ihr schwarzes Leid. Die Nacht, sie lässt dich dicke tun, die du bei Tage nicht verlässt. Doch das geschieht nur, wenn du ihm dein Vertrauen schenkst. Die Nacht muss eine Frau sein, denn sie hat uns geboren. Weil ihre Macht uns so vertraut scheint, fühlen wir uns aus erfroren. Von ihr, der Nacht. Sehnsucht auf mich verfällen, deinen Augen sehen. Stößt du ihren warmen Rauch, willst du mehr, musst du nur weitergehen. Die Nacht macht uns zu Hände, ihre Stille bedeckt unsere Haut. Wir schließen die Augen und selten, was du mir mehr vertraut. Vater Tag, bedingt uns Wahrheit. Ich ersehne die Nacht, sehne mich nach der Zusammenkunft. Die Nacht muss eine Frau sein, denn sie hat uns geboren. Weil ihre Macht uns so vertraut scheint, fühlen wir uns aus erkundet. Von ihr, der Nacht. Trink uns ein schwarzes Brot, ein Vertrauen von seinem Vater. Und Blaschko führt uns in sein Wald, serviert uns rote Wein. Er lässt uns in der Ewigkeit niemals allein. Die Nacht muss eine Frau sein, denn sie hat uns geboren, weil ihre Macht. So vertraut schon, für wir uns aus Akkord. Von ihr, denn sie hat uns geboren. Weil ihre Macht so vertraut schon, für wir uns aus Akkord. Von ihr, der Nacht. Revolution, schafft uns im Gesicht. Wir haben Wind, Wasser.
Das letzte Lied kommt jetzt, oder? Oder habe ich mich verguckt? Moment, lass mich kurz auf meine Liste gucken. Nee, da steht keins mehr. Da steht noch ein Lied. Dahinter? Das ist das letzte Lied. Scheiße. Dortmund, hurra, ihr habt's geschafft! Herzlichen Glückwunsch, ihr habt ein Ärztekonzert überlebt! Fast. Bis auf unsere Extended Version von Illegal oder Wieder. Von unserer kann ja gar nicht für Leute über 50, oder? Der war doch geil. Der war total super. Am Don hat auch gebackt. Der Don übrigens. Ein Sohn der Stadt. Aber welcher Stadt? Hör mal, langweilen wir euch. Sollen wir überhaupt das letzte Lied noch spielen? Okay, komm. Wir stimmen ab. Ich frage erstmal den Rang da ganz oben. Ihr wisst schon, der mit den schnieken Weibern. Wollt ihr noch Lied hören? Und ihr? Und ihr? Okay, also ich sag mal, die da oben sind so nah geteilter Meinung. Wie sieht's mit dem mittleren Rang aus? Noch ein Lied? Ah, bin ich ganz sicher. Bei euch? Darf es noch eins sein? Oh, Scheiße. Könnte ich jetzt auch so tun? Also, es hängt jetzt an denen hier unten, oder? Okay, ihr habt's in der Hand. Send your hands. Ja, sie sollen gehen! Hold up. Was ist das letzte Lied? Hat der Lied gesagt? Wir meinen natürlich Stimme.
Dankeschön, Dortmund! Ihr seid großartig. Ihr macht eine Menge Lärm. Aber könnt ihr auch mitsingen? Okay. Die Frage ist, seid ihr heiß?
oder seid ihr Rockbar? Oh, wie jeden Abend beantworten Sie eine Oder-Frage mit Ja. Bist du groß oder klein? Ja, dann läuft es, hast du gehört? Frage, ich habe Rockbar gehört. Denn Dortmund gehört dir! Verschiedene Nazi-Parteien und Nazi-ähnliche Parteien wie die Republikaner kandidieren für den Europarat und Leute wählen. Die haben ihre Anhänger gut im Griff, das heißt von denen gehen 100% wählen, und wenn jetzt einige Leute, die dagegen sind, einfach denken, auch na, muss ich ja nicht wählen, dann überlegt mal, wie das Zahlengleichgewicht aussieht. Also geht wählen, Leute. Und während ihr wählen geht, hört ihr auf eurem MP3-Player folgendes Lied. Immer ein kleines Arschloch auf den Lippen, wie Wähler heute Abend.
ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern erben niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. Und schon ist er weg. Hast du jemand gesehen? Scheiße, die Hungerpause. Okay, ich kann keine Hungerpause. Ah, ich glaube, die finden wir danach wieder. Okay, Applaus!
Tag, Herr Rott. Erlitsch, Herr Bieler. Guten Tag, Herr Fahre. Haben Sie kurz nicht Ihren Schwengel draußen? Es riecht noch ein bisschen. So. Ein oder andere mag es erkennen. Jetzt wird's ernst. Du an die Mut. Wir wissen, dass ihr rocken könnt, aber könnt ihr auch anplacken? Are you ready for acoustic? You guys are really into acoustic? Look at these spacken, they want to unplug. Twist and shout and plug it out. Oh, yeah, ich war im Ziel.
Ja, so schön kann man Unplugged sein, ja? Habt ihr Spaß? Damit ist jetzt gleich vorbei. Weil jetzt kommt was zum Mitdenken. Vergesst Freedoms! Gerne die schon kennen. Und lernt ihn neu kennen. In seiner wahrscheinlich abgefahrensten Form. Also stellt euch vor, Free Jazz hätte Speed Metal geheiratet und die beiden hätten ein Kind gezeugt. Das wäre dann der Syllable Jive! Liebe Visions-Redaktion. Ja, da habt ihr gleich was zu schreiben. Ach, super, das. Everybody wants Syllable Jive! Moment! Was du meinst? Everybody wants Syllable Jive! Oh, we play it live! Und zwar jetzt gleich übers Leib. Das war jetzt das, was man einen Rohrkrepierer nennt. Könnt ihr trotzdem mit Applaus quittieren? Ist halt so, ja. Dankeschön, ihr seid so tolerant! Aber Applaus reicht nicht, wir werden mit einer Ola oben lang. Hey! Obwohl, wenn wir das jetzt bei jeder verkorksten Ansage machen, dann haben die Leute alle morgen Hexenschuss! Cool, dankeschön. Die machen weiter im Kreis. Ja klar, wir haben noch nicht angefangen zu spielen. Na dann. Ihr seid gut, ihr seid super. Nicht sterben lassen. Hey! Stellt euch vor, die Laola wäre der letzte Wal des Meeres. Ja, denn erst wenn die letzte Lage Ola ist, wenn ihr feststellt, dass man die Ärzte nicht hören kann. Ach nee, scheiße. Komm, und jetzt zurück zum Superfall. Außer die Glieder von Farin und B. Die hängen jetzt einfach. Die sind zu lang. Herrlich. Das ist schon okay. Los, komm, zähl ein. Zuhören. Zähl ein, bitte. Bitte, bitte, lieber Bilder. Sei so nett und zähl ein. Ey, die Laolen, die haben die verrückt. Die hast doch dunkel. Lass sie doch, ey. Die sollen Laolen des Jahres. Die Laolen haben wir gestohlen. Ja, ziehst du denn? Syllable-Jive, meine Damen und Herren! So, jetzt war Publikum und Band völlig auseinander. Aber einander nichts mehr tun. Los, jetzt, Mann! Die Schnauze! Ich fange aus, Mitglied! Und wir jetzt zerstören, da kann ich noch ein bisschen vorbereiten. Ja, ich muss mir jetzt mal schön trinken. Und jetzt fangen wir an. Das Ding ging wieder in die Hose. Obwohl ich alle Mittel hab. Now, best.
nämlich eine Seite gerissen ist. Und das deine einzige Gitarre ist. Super deshalb, weil wir jetzt irgendeinen spontanen Scheiß machen werden für euch.
Es gab auch King Kong vor dem Schloss, der passte nicht durch so an. Das aber uns gar nicht von Freie zu ziemlich schlau. Da sind King Kong nicht besonders Batiste in die weiße Frau. Ich ging auf die Toilette, weil ich Blut nicht so vertrag. Auf der Suche nach Josh Bush dachte ich bei mir. Ich glaube, ich nenne dieser Riesenwind von wegen Klopapier. Monster Party. Party!
Herbert Brüggemann hier würde ich sagen, watch and learn. Das war die beste Wachschau der Welt. Was? Nenn mich einen Schleimer, aber ich finde, die haben noch ein Anplanstück verdient. Schleimer, du weißt ja nicht, welches Spiel ich jetzt vorschlagen möchte. Kleiner Tipp, wir haben es vor 3 Tagen als letztes Stück gespielt. Oder war es vor 2 Tagen? Vor 2 Tagen. Totale Versöhnung. Ja, das stimmt. Logisch. Die sind ganz heiß. Dortmund! In der Westfalenhalle ist nie professioneller ein Konzert beendet worden. Wie jetzt? Das wird auch garantiert das letzte Lied. Viel Spaß. Ich wünsche jetzt schon mal viel Spaß. It's an only but a baddie. Ja, it's an only but a baddie. Okay. Yeah.
war super. Monster Party war echt toll heute. Sehr gut. Aber zur Versöhnung habe ich euch ein Lied mitgebracht, damit ihr die letzte Zugabe komplett vergesst. Okay? Nimm das Glas. Dortmund, ihr seid mit mir, oder? Nee, Dortmund, ihr seid mit mir, oder? Das war nicht gut. Scherge, mein ich. Ah, einer von unserem Geschlecht. Ein Kind der Nacht, dank der Schaden. Wo ist denn das noch da? Das nun folgende Lied habe ich vor 10 Minuten für euch geschrieben. Kann sein, dass es noch nicht so sitzt, aber es ist für euch. Ihr seid die Ersten und die Letzten, die es hören werden. Regel Nummer 10. Rockstars lügen nie. Ja, der Tag lebt von Blut und Samen, Herzen und Getier. Ja, der Tag ist dein Akkordeon, er ist bei dir. Der Drang erschreckt schon längst keine Kinder mehr. Ja, der Geist fühlt sich nutzlos, alt und leer. Ja, der Geist weiß nichts von Mond und Loch und Kernenergie. Ja, der Geist ist Vergangenheit, Blut und Nostalgie. Ja, früher war er das mächtigste Wesen, das Böse in Person. Jetzt war es sehbar. Er blieb ein in Frauen, sie machte zum Lohn ihm die Hälfte frei. Doch das ist lang vorbei. Applaus für den Grafen, Peter B.
Danke. Falls jemand eine 12 kaufen will, sagt einfach Bescheid. Mein Fanclub. Mehr Fanclub. Fehler, dein Fanclub ist die ganze Halle. Leiden alle Welt an Bulimie. Sie nahmen uns ein, aber sie
Jetzt kommt der Teil, wo wir so dachten, jetzt singt ihr bestimmt mit. Das hat aber noch nie geklappt. Und deswegen dürft ihr jetzt nicht mitsingen, weil jetzt machen wir den Scheiß alleine, okay? Ecke, die fette Ecke. Wer ihr singt mit, jetzt klappert. Ecke, ich hab euch gewarnt. Die fette Ecke. Zur Strafe gibt's Gitarren-Solo. Bitte nicht mitsingen! Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen.
gegeben. Gibt kein Herzenlied. Alles gespielt, wir haben alles gegeben. Party auf Ibiza, aber sonst gibt's eigentlich nichts. Hey, Dortmund, seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Ich meine, klar, okay, ihr hängt immer rum bei diesen ganzen Ami-Bands, Blink und so, spielen 50 Minuten, gehen dann. Nicht bei den Ärzten. Je älter, desto länger. Ja, Bela, kannst du nicht so vergleichen, die sind ja auch viel berühmter als wir. Oh. Ich meine, die kriegen ja die Westfalenhalle voll. Da hast du recht. Das würde ich auch gern mal. Mit Plakaten. Geht das denn überhaupt? Wollt ihr die magischen Töne hören? Ach, die magischen Töne, sorry.
war gut gewesen. Peter, Seefeld, alter Kollege, war geil. Was los jetzt denn einmal? Noch ein bisschen pfeifen oder spielen? Immer geil. Also gut. Ich wollte jetzt das Lied nennen. Darf ich? Eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde dem Bela die Beine brechen. Und danach breche ich ihm dann beide Arme. Und dann sage ich, oh, tut mir leid, war ein Versehen, war jemand anders gemeint. Naja, kann mal vorkommen. Du sollst mich nicht wegschleichen oder sagen, wir brauchen einen Arm und Bein. Hab ich Verständnis für. Wenn man nicht wegfallen kann, zieh dich an deinen Hemd oder aus, zu klatschen. Beste Band der Welt, heute Abend auch wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gehen jetzt, aber nicht bevor Rodrigo González Worte spricht, die an Weisheit nicht zu überwinden sind. Von Dortmund. Das ist die Dortmund, ich möchte euch heiraten. Ich möchte euch nicht nur heiraten. Ach, was sage ich eigentlich? Gott, es fehlen mir einfach die Worte. Ich kann es nur zusammenfassen. Dortmund, remember, I love you.